Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, der finalsten Unterhaltungen und willkommen zurück zu Final Fantasy Nummer 12. Ja, es gibt ein bisschen was für mich hier zu erzählen, denn wie wir es alle wissen, ich habe ja eine Umfrage mal kurz gestartet, meine Aufnahmespur. Meine Audiospur ist mir abgekackt und deswegen musste ich unbedingt erwähnen, gibt es irgendwo auf dieser Welt einen Mogri als Plüschtier? Ich will einen Mogri als Plüschtier. Das ist mir egal wie, ob es jetzt ein Ritter-Mogri ist oder so ein normaler Mogri. Hauptsache er hat hinten das Bommelschwänzchen. Ich will einen Mogri hier und jetzt. Gott, ich liebe Mogris. Wollte ich damit eigentlich nur gesagt haben. Auf jeden Fall sind wir hier bei Final Fantasy 12. Wir sind hier in... Und ich muss alles wunderbar nachsynchronisieren, weil sich mein Aufnahmeprogramm einfach mal gedacht hat. Du, ich sag dir das jetzt nicht, aber ich nehme jetzt einfach mal eine andere Audiospur auf, die gar nicht existiert. Ist das okay für dich? Es interessiert mich nicht, ob das okay für dich ist. Im Übrigen habe ich hier noch... Oh, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen. Ich habe hier Van, Balthier und Ash natürlich, klar. Für mich ist es jetzt irgendwie, wenn ich das so sehe... Ich habe Van im Team. Das ist es jetzt für mich sozusagen und ja, ich will damit sagen, ich habe ein bisschen was erledigt. Offscreen dann auch. Aber da kommen wir dann erstmal noch dazu. Auf jeden Fall wollen wir natürlich erstmal in den Waffenladen. Oh, bitte sei der Waffenladen. Das sieht nach... Wunderwaffen steht da unten. Hier gibt's wundersame Waffen. Es sind so Waffen. So, hallo. Was ist das für ein Name? Targs. Handelswagen kannst vergessen. Da bietet der nur Müll an. Kann ich irgendwas Geiles verkaufen? Nicht. Habe ich nicht irgendwas wie Schätze oder sowas? Es ist fürchterlich, wenn man pleite ist, meine Freunde. Ihr seht es. Corona schlägt selbst in Final Fantasy 12 zu. Wir sind pleite. Wir sind alle pleite. Ist fürchterlich. Sakura-Stock. Oh, vernünftige Waffe. Sakura-Stock. Heißt Sakura nicht sowas wie Kirschblüten oder sowas? Ich kenne das irgendwie von Cardcaptor Sakura. Kennt jemand Cardcaptor Sakura? Och, das habe ich so gern geschaut. Ich mochte das wirklich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Müll war oder nicht. Ich habe früher viel Müll geschaut, muss ich sagen. Deswegen kann ich nicht sagen, ob das jetzt so gut war oder nicht. Auf jeden Fall sind wir mit Ash ein wundervoller Weißmagier. Wir brauchen aber zunächst natürlich erst einmal eine Routenlizenz. Denn, naja, es bringt nichts, wenn wir ihr Waffen kaufen, aber sie gar nicht ausrüsten können. Ich glaube, das ist nicht so gut. Und Benello trägt auch keine Route. Ich glaube, das ist das, was ich danach geschaut hatte. Was ist das für ein Name? Targs! Gottes Willen! Wieso existiert dieser Name? Manchmal frage ich mich wirklich, was das hier für komische Namen sind. Final Fantasy 12 ist wirklich so... Also, Final Fantasy 12 kann schlechte Namen. Das kann das Spiel. Es hat sehr merkwürdige Namen. Alleine Balthier. Was ist das für ein Name? Ash. Ich dachte immer, das ist ein Männername. Ich dachte immer, dass... Wobei, den Ash, den ich jetzt meine, also aus Pokémon, schreibt man den nur ASH? Wie schreibt man den überhaupt? Wie schreibt man den? Schreibt man den wahrscheinlich ASCH oder wie man spricht Ash? Okay. Ich weiß nicht, was ich da jetzt schaue. Auf jeden Fall, kann ich jetzt hier, wenn wir gerade dabei sind, mal kurz dazu sagen. Ich mag viele Charaktere tatsächlich nicht. Das ist so ein Punkt in Final Fantasy 12, der mir, ja, bis jetzt überhaupt nicht gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich mit den Charakteren nicht wirklich identifizieren. Also, Vaan ist eine unfassbare Nervensäge. Oh mein Gott. Und er sieht so scheiße aus. Was ist das für ein Teil, das der da anhat? Das ist ja nicht mal eine Weste. Das kann er anziehen, wenn er irgendwo Gogo-Tänzer ist, aber doch nicht, wenn er irgendwie durch die Straßen von Mua läuft. Das ist was, wie sieht das aus? Das ist doch merkwürdig. Es ist eine extensive bereits Anweisung, euch passieren zu lassen. Seid ihr ready? Alter, ich bin so ready. Ja, bitte hier entlang. Und ich war erstaunt, dass er mich nicht nochmal fragt, ob ich mir ganz, ganz sicher bin. Und jetzt müsste eine Sequenz kommen, das heißt, ich kann mein Energy aufmachen.
When Vostler learned my father had been killed the night of the treaty signing, he returned to Rabanastereth, there to aid my escape. There was still time before Vayne's reach extended too far. We thought that you could protect me. However, when I then made the announcement that you had taken your own life, I must have seemed a model citizen of the Empire. The announcement, you see, was Vayne's suggestion. Of course, at the time I was reluctant, but I could not perceive his reasons. Now it is clear he meant to drive a wedge between us. Halim, we are past all this. Bujirba must stand with us. We can stop Vayne. I once knew a girl whose only wish was to be carried in her uncle's arms. Your Majesty is a woman grown now. Then Bujirba will aid me. Suppose for a moment you were to defeat Vayne. What then? You cannot simply rebuild your kingdom with the only proof of your birthright stolen. Without that, the Grand Kiltia San Boomises cannot and will not recognize your Majesty as the rightful heir. You may yet be a princess, but without proof of your identity, you are powerless. You will remain with me. We do nothing till the time is right. I cannot just wait. Then what does your Majesty propose we do? Uncle Halim! Incidentally, what is the going rate for rescuing princesses these days? Food would be a start. The good stuff, mind you. This can be arranged, though it will take some time. Time enough for a bath, I hope. Dirty business, you know. Ah, best bring a change of clothes, too. What are you doing? This is Balthier's ship. I'm going to retrieve the Dawn Shard. It's the proof that I need. I know where it's hidden. I'll return his airship later. Are you crazy? This is something that I have to do. Not only for myself, but for all those who have fallen. I will not be made to hide. I'll fight alone if I must. You still have Bosch, right? Besides, you can't just go around stealing people's ships. What are you trying to do? I'm trying to concentrate. That's quite enough, Your Majesty. What do you think? A bit over the top? In my line of work, you never know when something like this might come in handy. I'm trying to concentrate. I'm leaving you with the Marquis. You can't! Trust me, you're better off staying here. Suppose you kidnapped me instead. You're a sky pirate, aren't you? Then steal me. Is that so much to ask? What do you have that I would want? The Dynast King's treasure. The Dawn Shard is but one of the riches that lie waiting in King Wraithwall's tomb. King Wraithwall, you say? Kidnapping royalty is a serious offense. It won't do much to lower the bounty on your head. How much is the price on your head these days, I wonder? Allow me to escort you in Vossler's place. Will you be joining us? What? Are you kidding? I don't want to stick around this place. Then I'm coming too. Canelo! Don't leave me here. Of course not. Then it's settled. We should leave before the Marquis realizes she's missing, like proper kidnappers. We'll be right back.
Dr. Cid, does this set Draclaw? I have confirmed he receives funds from Lord Vayne. His agency in the fall of Nabudis is also certain. Yet, with Judge Zekt, who led the assault, missing, the truth remains difficult to ascertain. The long, cold years have clouded my eyes. I cannot see my own son's heart. My lord. This illness will claim me. So then, who is to be my successor? The Senate fears the capable Peregrine Vayne. They prefer a young fledgling emperor. Gebranth, once in the past I laid siege to your homeland. The Republic of Landis is long since gone. My allegiance lies wholly with the Empire. Perhaps. But what of your brother? He did not accept us as you did. He fled to Dalmasca. Did you never think to follow him? I follow his every move. He is an enemy of the Empire. He will be cut down. So you would kill even your own brother for the Empire. Be that as it may, Gebranth, your ruthlessness is not without merit. But it must not become this way with Larsa. You must ensure that it does not. So then you ask me to be his sword, to strike where he might not. Rather be his shield. Gebranth, keep your close watch on Vayne. His is the keenest blade of all. My lord. Do this for me, Gebranth. I could not bear to see my sons war with each other again. This come in handy often? It's tough being popular. Wouldn't want any admirers dropping in while we're away. Well now, that's as far as she goes. We'll be in Yacht from here onwards. Across the Sand Sea, to the Valley of the Dead, and to King Wraithwall's tomb below. So when you're in Yacht, Skystones don't work at all. That's why we gotta hoof it the rest of the way, you see? Happy you get to teach me something for a change? Well, if you want to be a sky pirate, you gotta know your... Hey, what do you mean for a change? Come on, at least we thought it. To bring I'm entertainment. Smarter than you. Oh yeah? Says who? You want to see what they think about it? I wouldn't be so confident. Okay. Es kann hier weitergehen. Ich habe jetzt übrigens mal langsam aber sicher dieses System mit den gelben Karten gecheckt, beziehungsweise mit den Mistenergien. Ich habe das jetzt alles langsam mal ein ganz klein bisschen gecheckt. Grundsätzlich muss ich aber sagen, das Spiel ist teils extrem komplex. Muss man mal sagen. Ich finde das Kampfsystem immer noch bescheuert. Absolut bescheuert. Aber ich muss sagen, das ist alles so viel komplexer, als ich dachte. Also es bietet einem schon wesentlich mehr Möglichkeiten, als man irgendwie für möglich hält. Das muss man dem Spiel wirklich mal zugrunde halten. Und das mit den gelben Karten, die werden bei mir immer gelbe Karten sein, Entschuldigung. Das habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen gecheckt. Denn, meine Freunde, Rowan, hallo, das ist wenigstens irgendwie noch ein All... Du hast geiles Zeug. Wir brauchen Geld, Geld, Geld. Wir brauchen Geld, Geld, Geld.
Ach, warum ist alles in dem Spiel so teuer? Was soll die Scheiße? Ach, ich will mich doch nur eindecken. Ich will doch nur immer das aktuellste Zeug haben. Jetzt stellt euch mal vor, wir wollen dann auch noch irgendwie einen Weißmagier haben oder so eine Scheiße, ne? Das bedeutet, wir müssen sowas kaufen, das nennt sich Weißmagie. Das kostet auch noch Geld. Was ist das für ein Spiel? Ich bin immer pleite. Ich mag das nicht. Die ganze Zeit bin ich in diesem Spiel pleite. Es ist fürchterlich. Es ist absolut fürchterlich. Vor allem, ich sollte vielleicht auch mal Items an sich kaufen, um mich so zu heilen. Weißt du, im Sinne von Gegengift oder so eine Scheiße. Das kostet ja auch noch Geld. Gott. Und ihr habt das da vielleicht kurz gesehen. Der hat Engel. Das kostet auch Geld. Kann ich nicht irgendwo einen Rabatt bekommen? Was soll das immer? Mein Gott, wir gehen einfach mal los. Übrigens, diese orangenen Balken, die man da sieht. Übrigens, unten steht, das Ziel liegt westlich. Ich gehe gerade östlich. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe nur diesen Geier gesehen und wollte den Geier töten. Bis ich dann auf einmal gesehen habe, ui, der frisst wesentlich weniger Schaden, als ich dachte. Da habe ich gedacht, ja komm schon, das ist ein Tank. Kein Problem. Den hau ich weg. Der ist doch kein Problem. Ich meine, schau dir das mal an, wie ich den nass mache. Der hat keine Chance. Ich habe mir dann gedacht, ich greife mal kurz die kleinen Fische an, bis ich dann auf einmal gemerkt habe, holla, was geschieht hier gerade eigentlich? Meine TP, die gehen so Richtung Keller. Was geschieht hier gerade? Bis ich dann gemerkt habe, dass dieser Greif vielleicht ein bisschen stärker ist, als ich dachte. Der will mit mir gerade so ein bisschen den Boden aufwischen. Im Übrigen, meine Freunde, ihr seht es unten, diese orangenen Balken unter, Balfi ist tot, unter Warn, beziehungsweise den Namen von Ash, das sind meine gelben Karten. Das habe ich mittlerweile auch gecheckt. Dadurch zeigt mir das Spiel während dem Kämpfen an, da muss ich nicht mehr ins Menü gehen, dann zeigt mir das Spiel während dem Kämpfen an, wie viele, gelbe Karten wer jetzt gerade wieder regeneriert hat. Und das ist geil. Das habe ich dann auch herausgefunden. Das ist super. Das ist absolut super. Auf jeden Fall sind wir hier weiter auf den Greif gegangen, weil ich mir gedacht habe, komm schon, ich schaffe den irgendwie. Aber dann ist Ash down gegangen. Und ich habe mir so gedacht, nope. Ich gehe da mal. Habe mir das so gedacht, so, nope. Tschüss. Weil, naja, also hier ist so ein Speicherpunkt. Und dann könnte ich den ansprechen und dann werde ich geheilt. So, im Übrigen, mein liebes Vergangenheits-Ich. Nein, renn nicht zurück. Du musst nach Westen, du Trottel. Nicht nach Osten. Warum habe ich so einen schlechten Orientierungssinn? Das ist fürchterlich. So, auf jeden Fall ist hier der Greif wieder da. Und ich habe mir gedacht, ich geh mal. Nein, lass mich in Ruhe. Ich habe mir so gedacht, Alter, was geht denn hier einfach ab? Bis ich dann gesehen habe, oh, dem seine TP haben sich ja gar nicht erneuert. Dem seine TP haben sich ja gar nicht erneuert. Ja, dann könnte ich den ja mal kurz... Dann könnte ich ja mal versuchen, den zu töten. Und das habe ich dann noch weiterhin versucht. Bis dann Warn tot war. Also, der Kampf lief gut. Der Kampf läuft gut. Zum Glück habe ich so viele Phönixfedern. Zum Glück habe ich so viele Phönixfedern. Ich brauche mal irgendwie diese Fähigkeiten, dass die Phönixfeder, wenn ich sie benutze, mehr TP wiederherstellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Feuerreigen, Feuergedöns, irgendwie so hieß es. Feuervogel. Hieß die Feuervogel die Fähigkeit? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, was mich verwirrt hatte, der Vogel war auf einmal weg. Das verwirrt mich immer noch. Er war auf einmal weg. Ich weiß nicht warum. Er war weg. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, dann soll er mal weg sein. Wir gehen dann mal weiter. Zum Glück habe ich bei Ash ja eingegeben mit dem Gambit, dass sie mich regelmäßig heilen soll. Jetzt stell dich mal vor, das wird halt ziemlich geil, wenn sie dann mal Vitra hat. Dann kann ich das alles noch genauer einstellen und das ist dann schon ziemlich cool. Ist das schon ziemlich cool? Ich mag das Gambit-System. Ist ziemlich ausgereift, muss ich sagen. Es gefällt mir. Kann vieles berücksichtigen. Kann die Charaktere im Endeffekt dann so befehligen, wie ich will.
ohne dass ich im Kampf irgendwas machen muss. Ist eine ziemlich coole Sache. Das Gambit-System hat allerdings auch ein kleines Problem. Nämlich, ich persönlich finde das Kampfsystem unfassbar langweilig. Es ist unfassbar langweilig. Es passiert nichts. Du gehst zum Gegner hin, kannst dich vor ihn hinstellen und dann wird halt drauf geprügelt. Mach das Spiel alleine. Mit dem Gambit-System sorgst du dafür, dass du noch weniger machen musst. Naja. Aber die Idee hinter dem Gambit-System ist großartig. Und es funktioniert auch großartig. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier mal ein bisschen rumgehen. Ich denke mir so, Alter, da geht's Richtung Oberstadt. Ist eine Sache, die mir gefällt. Bis ich dann gemerkt habe, Moment mal, da unten steht, das Ziel liegt westlich. Ich bin östlich. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Auf jeden Fall habe ich das dann mal gecheckt tatsächlich und bin dann mal den Weg auch wieder zurückgegangen, wo ich dann gemerkt habe, yo, ich bin hier falsch. Es ist falsch. Und ich sehe es jetzt gerade, ich beachte gerade unten die MP von Ash und hallo. Die MP laden sich ziemlich schnell auf. Extrem schnell meiner Meinung nach. Also das ist, da will ich nicht meckern. Das ist sogar ziemlich cool. So, auf jeden Fall haben wir hier eine Cutscene. Hervorragend. So, where exactly is Wraithwall's tomb? Far to the west. We must first cross the Ogier Yensa, and beyond that, the Nam Yensa, before we reach the tomb. An expanse of desert larger still than all of Delmasca. We must pace ourselves. If you grow tired, we stop and take rest. You don't have to worry about me. I'm tougher than I look. You are at that. Okay. Und ich habe mich jetzt gefragt, was ist dieses rote Teil? Und ich gehe einfach mal rein, das ist eine Detonationsfalle. Und ich denke mir so, was? Warum wird sowas überhaupt programmiert? Warum macht man so eine Detonationsfalle hin? Ich denke mir so, was ist denn das für eine Scheiße? Und ich laufe da auch noch rein. Ihr könnt von mir noch nicht erwarten, dass ihr da so ein rotes Teil hintut, was für mich aussieht, als ob das irgendwas Besonderes wäre. Und dann fügt es mir Schaden zu. Es geht doch nicht. Das könnt ihr doch nicht machen. Auf jeden Fall sind wir ein paar Alraunen, die wir verprügeln können, die nicht wirklich aussehen wie Alraunen. Also ich meine, in meiner Welt sehen Alraunen ein bisschen anders aus. Aber ist okay. Meine Welt ist sowieso ein bisschen anders. Da laufen rosa Einhörner rum. Wie? Okay, auf jeden Fall sind wir hier wundervoll auf dem Weg zum Grab des Königs. Und ich muss sagen, es hat einen Vorteil, einen kleinen, dass ich hier gerade in dem Sinne nachkommentieren muss, um das alles ja währenddessen sehr geil, die Karte. Und das Geile darin ist, Achtung, noch eine Karte gleich, hervorragend. Das Gute ist, dass ich hier, jetzt gerade nachkommentieren muss und dementsprechend mir auch die ganzen, das ganze Video anschaue. Das Gute daran ist, ich sehe die Cutscenes nochmal und vielleicht kapiere ich dann mal, was hier gerade abgeht, weil
ich blick, was die Story betrifft, schon lang nicht mehr durch. Da ist Typ A. Typ A ist, will Macht, wenn ich das richtig sehe, und will andere verkloppen. Typ B gehört zu Typ A, aber jetzt ist Typ A gegen Typ B. Weil Typ B Snickers mag und der andere mag Mars lieber. Ich weiß es nicht. Die Beweggründe haben für mich, ergeben für mich schon lange keinen Sinn mehr. Warum etwas in diesem Spiel so passiert, wie es passiert. Es ergibt für mich schon alles keinen Sinn mehr. Ich habe schon lange aufgehört, irgendwie was zu hinterfragen. Weil ich es einfach nicht mehr kapiere. Ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt. Kommt ihr bei der Story noch hinterher? Also, kapiert ihr noch alles, was hier gerade geschieht? Ich nicht. Ich blick's nicht mehr. Es ist... Das Imperium, sehe ich das ist richtig? Und das Imperium will halt wie immer Beef. Klar, das Imperium. Die wollen immer Beef. Imperium gibt ein paar Leuten einfach aufs Maul. Will überall einmarschieren, klar. Und dann ist ein Königreich gefallen. Leute gestorben, die irgendwie doch nicht tot sind. Und ja, blick da nicht mehr so ganz so durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, was Vaan mit dieser Story zu tun hat. Außer dass... War es sein Bruder, der mit Barsch zusammengearbeitet hat? Und Barsch wird jetzt als Bösewicht dargestellt, ist aber der Held? Ich blick's nicht. A construct to draw oil from the ground. Abandoned many years now, it seems. Did Dalmaskans build this? No, the Rosarians. Their empire lies far to the west, ever at war with Arcadia. Heedless of the kingdoms caught in their midst. Dalmasca, Nebradia, Landis. Tis the small craft's fate to watch the list of the galleons and pray for light winds. Vosla, why are you here? Imagine my surprise when upon my return to Bogerba, I find both you and the Lady Ash have vanished. I thought you above consorting with sky pirates. Malthir is a man worthy of our trust, and it was the Lady Ash's decision. I am content to lend my arm. As I could not when Rassla died, when her throne was taken. Never again. I will defend her this time. You walk the knight's path. The Lady Ash? We should leave this place. Let me guess. Sandstorm? Something far worse. I see. So the Dawn Shard does lie in King Wraithwall's tomb. The Marquis sympathizes with your plight, yet the Empire perches as a carrion bird on his shoulder. He can keep whispers of your abduction silent for only so long. Yes. Tell me, Vosler, what have you accomplished? We leave at once. This is Urutan Yensa territory, and they are unfond of visitors. Looks like we've attracted the wrong sort of attention. Let's quit this place while we still can. Move! Vosler! Have you found the means to restore Dalmasca? First, we must claim the Dawn Shard. It all begins with that. Und Vosler ist als Gast hinzugestoßen. Das ist der nächste Punkt, der mich so verwirrt. Wo kommt Vosler auf einmal her? Warum ist auf einmal hier und dann... Warum hat Level 17?
Ich habe mir dann gedacht, Moment mal, ich habe eigentlich relativ viel gekämpft. Meine Charaktere sind auf Level 13, bis auf Fran, die hat leider nur Level 9. Weil Charaktere keine Erfahrungspunkte kriegen, wenn sie nicht mitkämpfen, aber sie kriegen LP. Verstehe ich nicht, aber ist okay. Aber... warum ist Vossler auf einmal da? Ich kapier's nicht. Im Übrigen, meine Freunde, ich hatte mich mal informiert, weil ich habe halt geschaut, zu wem passen welche Berufe zum Beispiel ganz gut. Beziehungsweise, gibt es überhaupt Unterschiede zwischen den Charakteren? Habe ich mir mal angeschaut. Und ja, gibt es. Ihr erinnert euch, ich war am Anfang so verwirrt, warum Leute Dolche ausrüsten können, obwohl sie keine Dolchlizenz haben. Ganz einfach. Jeder Charakter hat bestimmte Fähigkeiten, die ihm angeboren sind. Vaan zum Beispiel hat als angeborene Fähigkeit, dass er klauen kann und dass er die Dolchlizenz hat. Dasselbe gilt für Balthier zum Beispiel. Der hat auch eine angeborene Klauenlizenz und eben die Lizenz, dass er Dolche ausrüsten kann. Zudem sind die Werte auch ein bisschen beeinflussbar durch die Jobs natürlich, aber sie sind von Anfang an unterschiedlich. Bei jedem Charakter. Der eine ist da besser, der andere ist da besser und so weiter. Vaan zum Beispiel ist dieser Allrounder. Der hat tatsächlich ziemlich, ziemlich gute Werte und ist ein ziemlicher Allrounder. Balthier hingegen hat halt einen hohen Stärkewert, also der ist halt da stärker und da ist jeder unterschiedlich. Jeder ist da unterschiedlich. Fran hingegen ist, so gemein das jetzt klingt, die Schwächste. Wenn ich das jetzt so richtig gesehen habe. Dann ist Fran die Schwächste, denn die hat die geringsten Werte, nur der Konstitutionswert ist bei ihr am besten. Der Rest ist am schlechtesten. Ich mag Fran aber. Deswegen, ich bin immer noch im Überlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will Ash im Team haben, weil ich mag Ash. Und ich will Balthier im Team haben, weil der taugt. Das Problem ist, ich will Vaan nicht im Team haben und wir sehen jetzt hier gerade was. Ich habe mit diesen Reif ausgerüstet, weil der ziemlich krasse Werte hat. Aber er stellt den Charakter auf stumm. Habe ich kein Problem damit, dass Vaan nonstop stumm ist. Habe ich gar kein Problem mit. Aber deswegen muss ich den Reif wieder ausrüsten und muss den Nethicide abrüsten. Ich werd da verrückt. Im Übrigen, danke Ash. Ich werd verrückt, wenn Vaan die ganze Zeit oder irgendein Charakter von mir die ganze Zeit so lila blinkt. Ich werd da verrückt, da dreh ich durch. Ich dreh da vollkommen durch. Im Übrigen merkt man hier jetzt gerade mal, wie groß das Gebiet ist. Ich dreh da auf jeden Fall vollkommen durch, wenn mein Charakter die ganze Zeit so farblich blinkt oder sowas. Gott, da dreh ich durch. Deswegen, ja, auch wenn der Nethicide sehr geil ist, ist ein ziemlich krasses Zeug. Aber nein, kann ich persönlich einfach nicht machen, weil ich pack das nicht. Wenn meine Charaktere dann die ganze Zeit so blinken oder so, ich werd da wahnsinnig. Ich meine die ganze Zeit, oh mein Gott, der stirbt gleich. Ich bin einer, der kann Statusprobleme nicht auf einem Charakter belassen. Selbst wenn ich jetzt, selbst wenn mein Weißmagier, der nur dafür da ist, um mich zu heilen und der gar nichts anderes machen soll, selbst wenn der blind ist, das kann ich nicht. Ich pack das nicht. Wenn meine Charaktere eine Statusveränderung haben, ist fürchterlich bei mir. Ich habe kein Problem damit, wenn meine Charaktere 0 MP haben. Wenn das durch eine Rüstung passiert. Weil das ist ja keine Statusveränderung. Damit habe ich gar kein Problem. Aber sobald mir eine Statusveränderung angezeigt wird, habe ich ein Problem. Da drehe ich durch. Ganz schlimm bei mir. Ganz schlimm. Im Übrigen, es ist hier die ganze Zeit, wir müssen hier ganz schnell weg.
weil jetzt kommen die bösen Viecher und ja. Deswegen müssen wir hier schnell weg. Also ihr seht ja, was wir hier für Probleme haben. Weswegen wir schnell weg müssen. Ja, ja. Wir müssen schnell weg. Im Übrigen, um nochmal auf das Thema von vorher zurückzukommen, Vossler. Warum ist Vossler so stark? Soll er so stark sein? Oder will das Spiel mir damit zeigen, du solltest normalerweise Level 17 haben? Ist Vossler so stark, dass er den einen Level hat, den man jetzt normalerweise haben sollte? Oder ist Vossler so stark, damit er stärker ist als meine Charaktere? Damit er einen höheren Level hat? Damit das irgendwie besser ist, um zu zeigen, guck mal, wie krass der Typ eigentlich drauf ist. Das weiß ich ja nicht. Aber das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Auf jeden Fall werde ich dann eh wieder ein bisschen rumkämpfen, weil ich will stärkere Charaktere haben und vor allem ich will viele LP haben. Das Interessante ist jetzt auch, ihr habt jetzt hier zum Beispiel neben meinem Charakter, neben Vaan, habt ihr jetzt gerade im Menü dieses Schloss gesehen. Was heißt das Schloss? Das ist jetzt sehr interessant. Das Schloss heißt, dass der Charakter nicht ausgetauscht werden kann. So. Vossler kann nicht ausgetauscht werden. Klar, das ist ein Gast. Jetzt kommt aber das Interessante. Du kannst die anderen drei Charaktere einfach austauschen, wie es dir beliebt. Das ist das Interessante daran. Du kannst sie nur nicht dann austauschen, warum auch immer. Das ist was, was ich nicht so ganz verstehe. Wenn der Charakter, sagen wir jetzt mal Vaan, er deklariert einen Angriff auf den Gegner und holt mit seinem Stab aus. In dem Moment kannst du ihn nicht auswechseln. Wenn sich seine Leiste, seine Angriffsleiste, die ATB-Leiste, was kein ATB-Leiste ist, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn die Leiste sich auffüllt, könnt ihr Vaan nicht auswechseln. In dieser Zeit. Dasselbe gilt für alle anderen Charaktere. Balthier, Ash, egal. Wenn allerdings kein Gegner in der Sicht ist, der Gegner oder kein Gegner den Charakter angreift und der Charakter selber keinen Angriff deklariert, könnt ihr ihn jederzeit austauschen. Und das war jetzt eben das Interessante, weil ich dann in dem Moment überlegt habe, ich könnte Vaan aus dem Team schmeißen. Ich mag Vaan nämlich wirklich nicht. Er ist stark. Er ist wirklich stark. Aber ich mag Vaan wirklich überhaupt nicht. Er ist ein herausragender Mönch. Im Übrigen, kleiner Funfact dazu. Ich habe Vaan ja zum Mönch gemacht, weil ich Mönche sehr gerne mag. Und es hat sich dadurch bei ihm auch sehr bewährt. Ich war sehr zufrieden. Funfact dazu, der Mönch ist eine der besten Berufe für ihn. Interessant zu wissen. Eigentlich nicht, weil es ist komplett egal, wen ihr zu was macht. Aber wenn ihr das Maximale aus einem Charakter rausholen wollt, meine ich jetzt. Jedenfalls bin ich daran tatsächlich mal auf die Idee gekommen. Oh, ich könnte drüber nachdenken, Vaan aus dem Team zu schmeißen. Und stattdessen Fran ins Team zu nehmen. Dafür brauche ich jetzt aber einen Moki, beziehungsweise ich brauche Mont Blanc, damit ich die Berufe wechseln kann. Den von Fran, besser gesagt. Aber da war ich mir jetzt eben noch nicht so ganz so sicher. Ich war auch im Überlegen, ob ich Ash nicht einfach zum Brecher machen will. Überlege ich jetzt auch schon eine längere Zeit, Ash einfach mal zum Brecher machen. Warum denn nicht? Ich meine, Ash erinnert mich sehr stark an Lightning. Und deswegen hatte ich das eben gedacht. Ich habe geflucht, muss ich sagen. Ich bin da am Fluchen. Wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, komm schon. Warum kann ich einem nicht zwei Jobs geben? Oh, das wäre so viel geiler. Ich meine, das Jobsystem ist großartig. Und ich liebe es auch so, wie es jetzt ist. Dass ich einem Charakter nur einen Job geben kann. Aber ich denke, es wird jedes Mal, komm schon. Ah, es wäre so geil,
wenn ich einem Charakter zwei Jobs geben würde. Drei wäre noch übertrieben, na klar. Aber zwei Jobs, das wäre schon krass. Hä? Das wäre schon krass. Dann könnte ich mir überlegen... Ash, ich kann dich ja immer noch Weißmagierin sein lassen, aber gleichzeitig auch Brecherin. Das wäre dann ziemlich geil, aber was nicht ist, ist halt nicht, ne? Man kann nicht alles haben. Man kann halt nicht alles haben. Auf jeden Fall habe ich mir dann da noch längere Zeit überlegt, auch was ich da jetzt überhaupt machen will. Will ich Vaan aus dem Team nehmen, ja oder nein? Das Problem ist... Er ist stark. Er ist stark. Er ist ein guter Mönch. Aber ich mag ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. Aber das ist sowieso so ein Problem. Hier wollte ich übrigens mal eine Mystic einsetzen. Hab mich aber verklickt gehabt und ja. In der Zeit, wo ich mich verklickt habe, wurden die ganzen Gegner vernichtet oder so. In dem Sinne, alles in Ordnung. Allerdings könnte ich da mal wieder eine Mystic einsetzen. Das habe ich mir dann nämlich mal gedacht, dass ich die ruhig mal öfter einsetzen könnte. Wenn es mal ein paar Gegner da sind, dann könnte ich ruhig mal diese Mystics einsetzen. Dann werden die gelben Karten verbraucht, aber die laden sich ja wieder auf. Hab ich mir dann schon gedacht. Komm schon, könnte ich eigentlich mal machen. Und hier seht ihr es jetzt übrigens. Ich muss jetzt Viereck drücken, damit Ash Stella Polaris einsetzt. Und jetzt wird unten wieder eingeblendet. Zum Beispiel hier kann jetzt keiner was einsetzen. Jetzt aber muss ich R2 drücken, damit die Charaktere, die unten angezeigt werden, durchgemischt werden sozusagen. Und wenn da steht, dass... wenn die weiß hinterlegt sind und eine Taste dabei steht, dann muss ich die schnell drücken, damit der dementsprechende Charakter nochmal seine Attacke einsetzt. Und je nachdem, wie viele ich geschafft habe, wie viele, ich nenne es jetzt mal Kombos, ich geschafft habe, desto mächtiger wird auch der Abschlussangriff. Also der Abschlussangriff muss nicht Inferno sein. Und das ist dann das Interessante, was ich da dann eben gesehen habe. Ihr seht es jetzt zum Beispiel, Ash und Vaan haben beide ihre kompletten gelben Karten verbraucht, weil die da auf einmal verbraucht werden. Und das ist ziemlich, ziemlich mächtig. Es dauert dann natürlich ein ganz kleines bisschen, bis die sich wieder aufladen, das ist ja normal. Aber... Ihr könnt es dann immer wieder einsetzen. Und das ist ziemlich mächtig. Deswegen, ich bin Fan von dem Mystics, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder Mystics, ich weiß gar nicht, wie man das richtig aussprechen soll. Ich bin da auf jeden Fall ein Fan von. Da bin ich auf jeden Fall ein sehr großer Fan von. Ich habe mir halt immer überlegt, soll ich das irgendwie für Bossgegner aufsparen? Ist doch besser. Weil ich bin einer, der will so starke Angriffe meistens dann für Bossgegner aufsparen. Aber dann habe ich mir gedacht, warum soll ich das eigentlich für Bossgegner aufsparen? Diese Leiste regeneriert sich doch die ganze Zeit. Warum soll ich das dann für Bossgegner aufsparen? Die regeneriert sich ja immer wieder. Und da denke ich mir halt dann schon... Könnte ich eigentlich öfter einsetzen. Ihr seht es ja zum Beispiel jetzt unten bei Vaan. Oder bei Ash, dass sich da schon wieder was von der Leiste regeneriert hat. Also wenn ihr dann einfach ein paar Gegner wegbombt, dann ist das schon ziemlich krass. Und ihr seht es hier zum Beispiel. Es gibt, das ist so ein großes Areal und es gibt so viele Ausgänge. Ich weiß gar nicht, was da jetzt richtig ist und was da falsch ist. Auf jeden Fall war ich hier richtig. Da war ich mir hundertprozentig sicher, dass ich hier richtig bin. Denn hier ist ein Chocobo. Und da, wo Chocobos ist, da ist man richtig. So einfach ist das. Überall, wo Chocobos sind, da ist man richtig. Und er hat immer noch keine neue Handelsware. Und ich will mir dieses Förstner-Zeug nicht holen, weil ich habe sowieso schon kein Geld.
Und dann will ich das nicht noch für irgendwie so einen Müll rausschmeißen, den ich sowieso nicht brauche. Auf jeden Fall habe ich hier ein paar Schätze. Die könnten wir da mal verkaufen. Mal kurz die ganzen Windsteine, Erdsteine. Kommt wieder ein bisschen Geld rein. Und die Handelsware hat sich wieder aufgestockt. Mit einem Potion-Set und einem Schamanenstab. Habe ich mir gedacht, 5 Potions, 3 Seifen, 3 Goldnadeln. Das ist ein akzeptabler Preis. Her damit. Schamanenstab. Ich habe mir gedacht, komm schon. Zypresenstab, einfach mal her damit. Einfach mal her damit, habe ich mir nun schon gedacht. Und auf jeden Fall sind wir hier in der Nam-Jensen-Sandsee. Und deswegen, ich war verwirrt. Warum die Nam-Jensen-Sandsee? Warum die? Wäre es nicht der Sandsee? Ist es nicht der See? Oder ist das die Mehrzahl? Weil, naja, die Mehrzahl von See ist See. Der See, die See. Die hohe See. Sagt man ja auch. Sagt man deswegen die Jan... Sagt man... Wird da deswegen die Sandsee gesagt? Weil man sagt doch zum Beispiel nicht der hohe See, sondern die hohe See. Wenn man es mehr meint. Ha, das kann natürlich sein, dass es das damit gemeint ist. Das kann natürlich sein, dass das damit gemeint ist. Hier war ich jetzt zum Beispiel sehr verwirrt. Warum kann ich Ash nicht aus dem Team nehmen? Waren hingegen schon. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich dann gecheckt habe. Oh. Das liegt daran, ob ein Charakter gerade angreift oder nicht. Es liegt daran, greift der Charakter selber gerade an? Wird er selber gerade angegriffen? Wie, wonach wird das beurteilt? Das habe ich da dann eben erst gemerkt. Das habe ich da dann erstmal kapiert. Was da eigentlich so Sache ist. Warum das so gemacht wird. Das Gute ist, man kriegt ja auch von Gegnern ab und zu mal Gil. Nicht viel, aber ein bisschen was. Und dann noch Schätze. Also, da kommt wenigstens ein bisschen Geld rein. Und ich habe das Gefühl, es ist ein Final Fantasy, wo man sehr auf Geld angewiesen ist. Also man ist hier sehr, sehr darauf angewiesen, Schatzkisten zu öffnen, beziehungsweise Gegner zu besiegen. Auch wegen den Erfahrungspunkten, den LP, klar. Aber auch sehr stark wegen dem Geld. Man ist in dem Spiel sehr stark auf Geld angewiesen, da die ganzen Waffen und so einfach extrem viel kosten. Das ist in so anderen Final Fantasy Teilen nicht so. Da bekommt ihr so viel Geld, dass ihr, wenn ihr regelmäßig kämpft, immer die aktuellste Rüstung kaufen könnt. Ohne größere Probleme. Das Problem, das habe ich hier, diesen Luxus, habe ich hier bei Final Fantasy XII auf gar keinen Fall. Das bedeutet, wenn ich da meine Charaktere mal ausrüsten will, mit dem geilsten Zeug, dann muss ich einfach kämpfen. Weil mir sonst einfach das Geld fehlt. Das ist auch noch das, weswegen ich offscreen dann ein paar Gegner einfach mal umklatscht, damit ein bisschen Geld reinkommt. Und natürlich, damit wir ein paar LP haben. Man könnte natürlich sagen, aber irgendwann ist natürlich mein Lizenzbrett dann so voll, dass ich ja gar keine LP mehr brauche. Allerdings gleichzeitig muss man bedenken, dass die Lizenzen immer teurer werden. Am Anfang war es, wenn ihr 50 LP hattet, war das geil. Hat ihr euch gedacht, Alter, 50 LP, voll geil. Das ist krass. Ja, mittlerweile denkt man sich dann so, ja, 50 LP könnte man mal verdreifachen. Got a surprise for you. Am besten vielleicht sogar vervierfachen. Je mehr, desto besser. Es kommen dann halt später
einfach Sachen dazu, die kosten über 100 LP. Und das ist halt krass. Und ich sehe das jetzt hier. Ich versuche jetzt so viel wie nur irgendwie möglich rauszuhauen. Ich fuchs mich da ein bisschen rein immer. Und schau mal, wie ich das Maximale immer rausholen kann. Und im Endeffekt kann ich das Maximale auch dadurch rausholen, dass meine Charaktere mehrere verschiedene Misttechniken kennen. Dadurch kann ich immer mehr rausholen. Das Interessante ist ja, was ich mir nämlich so denke manchmal. Ich meine, wir spielen das Spiel jetzt schon eine Zeit. Wir haben jetzt hier zum Beispiel da schon 14 Spielstunden. Wir spielen das Spiel schon eine Zeit. Wie weit in der Story sind wir vorangeschritten? Wie weit sind wir im Spiel? Ich habe keine Ahnung. Vor allem, weil ja auch irgendwie immer was Neues dazukommt. Kommt ein neuer Charakter dazu, kommt ein neuer Gast dazu, neue Fähigkeiten, irgend sowas kommt immer dazu. Und dann denke ich mir jedes Mal, dann kann ich ja noch gar nicht so weit sein, wie ich denke. Gleichzeitig muss ich sagen, dass die Story für mich so unbedeutend ist und einfach so fürchterlich ist, dass ich nicht mal an der Story erkennen kann, wie weit wir sind. Weil die hat für mich bis jetzt, ich weiß nicht, wie weit wir sind, aber ich erkenne an dieser Story nicht, wie weit wir mittlerweile fortgeschritten sind, weil in meinen Augen nicht wirklich was passiert ist. Was daran liegt, dass so viel passiert, dass du das gar nicht alles checkst, was passiert. Und das hat alles keine Auswirkungen. Es passiert halt, aber hat keine Auswirkungen. Und deswegen kann ich daran noch nicht so ganz erkennen, wie weit ich im Spiel mittlerweile bin. Was ihr mir übrigens auch gerne mal in die Kommentare schreiben könnt, da bin ich mir nämlich noch nicht so ganz so sicher, das kapiere ich noch nicht so ganz. Ist es wirklich so, dass das Kampfsystem, es wirkt auf mich so, dass es sehr stark zufallsbasiert auch ist. Zum Beispiel das Blocken. Oder das Ausweichen, etc. Ist das alles wirklich so zufallsbasiert? Oder kann ich das irgendwie beeinflussen? Außer, dass ich meine Reflex oder sowas steigere, weil dadurch erhöhe ich einfach nur die prozentuelle Wahrscheinlichkeit. Aber ist es sonst wirklich einfach nur Glück? Ob jetzt irgendwas passiert oder nicht? Ich kapier's nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ich da jetzt richtig liege, dass das alles so glücksbasiert ist. Oder kann ich das doch irgendwo beeinflussen? Was ich hier zum Beispiel noch gerne ändern würde, wäre Gefährte mit TP über 60. Also, dass es sozusagen öfter Vita einsetzt. Das wäre schon irgendwie cool. Gleichzeitig muss ich sagen, ich könnte noch einfach machen bei Gefährte TP 60, bla 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 bla. Dann soll es einfach Vitra einsetzen. Aber das habe ich ja nicht. Im Übrigen, hier hatte ich halt nachgeschaut, weil ich mir ziemlich sicher war, dass ich Protoss habe. Aber irgendwie habe ich kein Protoss. Das muss ich dann nämlich auch noch irgendwie einstellen. Ich muss mir irgendwie Protoss besorgen, damit Ash dann jederzeit auch... ich will es dann irgendwie so einstellen. Da muss ich mir mit dem Gambit-System dann noch ein bisschen vertraut machen. Dass wenn der Kampf beginnt, Ash auf mich Protoss einsetzt. Sie muss es nicht zwingendermaßen auf alle einsetzen. Was aber geil wäre. Aber das kann ich halt auch nicht machen, dass sie jedes Mal Protoss dann einsetzt. Weil dann gehen halt sehr schnell die MP flöten. Da müsste ich halt schauen, wie viel kostet mich Protoss pro Einsatz und so weiter. Aber das wäre durchaus interessant.
Das ist so eine Sache, wo ich halt wirklich schon längere Zeit im Überlegen bin, das dann irgendwie dann so zu machen. Aber dafür brauche ich erstmal Protes. Gut ist natürlich, dass wir hier einige einige Level abbekommen. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Die brauche ich auch. Die will ich auch haben. Also in dem Sinne ist da alles in Ordnung. Die ganzen LP und so, die Erfahrungspunkte, das will ich alles haben. Und wenn wir sehen, selbst wenn ich hier diesen Riesenfisch da besiege. Warte. Da. 123 Erfahrungspunkte. Das ist eine ganze Menge. Und Vossler kümmert sich einfach mal im Alleingang um den. Er macht weniger Schaden als Wahn. Wahn macht wirklich viel Schaden. Es ist ein so starker Charakter. Oh mein Gott, Wahn ist so stark eigentlich. Aber ich mag ihn halt einfach nicht. Das ist das Problem, das ich habe. Ich würde ihn gerne im Team lassen, aber ich mag ihn nicht. Im Übrigen sieht man es jetzt hier, ich pack's nicht. Ich muss Gegengift auf Vossler einsetzen. Ich dreh das sonst durch. Ist fürchterlich. Das ist fürchterlich. Ich dreh das sonst wirklich durch. Deswegen ist es für mich immer sehr, sehr wichtig, dass meine Statusveränderungen schnell kuriert werden. Ich habe kein Problem damit, wenn die Statusveränderungen nicht angezeigt werden. Aber wenn sie angezeigt werden, nee, keine Chance. Deswegen mag ich das Item Schleife auch so sehr. Ist für mich auch so eine psychische Sache, weißt? Ist für mich sehr viel psychische Sache. Deswegen mag ich halt die Schleife so sehr. Nicht wegen dem effektiven Nutzen. Ich meine, ja, Schleifen sind super. Aber ich mag sie weniger wegen dem effektiven Nutzen, sondern mehr wegen der Psyche bei mir. Dass die halt, dass ich halt keine Statusveränderungen mehr bekomme. Auf jeden Fall gehe ich jetzt hier gerade lang. Und was mir da zum Beispiel gar nicht aufgefallen ist. Pelisaurus. Oh, warte mal. Euch habe ich einen Namen gegeben. Was habe ich euch für einen Namen gegeben? Habe ich euch nicht irgendwie Blaubrust oder so genannt? Ne, Blaukamm. Blaukamm habe ich sie genannt. Genau. Die Blaukamm. So habe ich sie genannt. Weil ich der Meinung bin, dass Pelisaurus klingt komisch. Deswegen haben wir gedacht, sie brauchen einen anderen Namen. Das war wichtig. Was übrigens sehr, sehr geil ist, ihr seht es ja, ich nehme jeden Charakter immer mit. Jeden Charakter, genau. Ich nehme jeden Gegner immer mit. Was einfach wichtig ist. Dadurch, dass ich die ganzen Gegner immer mitnehme, kriege ich so viele LP. Ihr seht es ja. Es werden immer mehr. Ist fantastisch. Und jetzt kapiere ich da wieder. Oh, Moment mal. Ich kann Wahn jetzt nicht austauschen. Kampfstab. Und da wollte ich jetzt gerade mal schauen, wie sieht's denn mittlerweile aus? Wie mache ich jetzt mehr Schaden? Mit oder ohne Waffe? Und man sieht es ganz, ganz eindeutig. Ich mache mit Waffe wesentlich mehr Schaden. Sieht man hier ganz eindeutig. Dementsprechend verstehe ich nicht, warum es die Fähigkeit gab beim Mönch, dass er im waffenlosen Kampf mehr Schaden macht. Er macht immer noch keinen Schaden im waffenlosen Kampf. Ich verstehe es nicht.
Das verstehe ich einfach nicht. Deswegen, mir geht da ein bisschen Mönchsfeeling verloren. Aber das ist nur, weil ich ein Idiot bin. Übrigens, die Detonationsfallen, die waren wirklich gemein. Die waren wirklich gemein. Ich bin zum Beispiel der Meinung, ein Final Fantasy-Teil, das den Mönch sehr, sehr geil gelöst hat, ist Final Fantasy 3. Oder später, da gibt es dann die stärkere Version vom Mönch, den Karateka. Ich finde, das ist eine Berufsklasse, die da sehr, sehr geil gelöst wurde. Du kannst dem Mönch Krallen geben. Dadurch macht er mehr Schaden, ja. Aber es gibt dann eine sogenannte Berufsstufe. Und die steigt einfach mit der Zeit. Wenn der Mönch Aktionen ausführt. Er gewöhnt sich dann sozusagen an den Beruf. Er meistert den Beruf, wird immer besser in dem Beruf. Und je höher die Berufsstufe ist, sozusagen, desto mehr Schaden macht er mit dem reinen Faustkampf. Und so passiert es dann, dass wenn der Mönch längere Zeit ein Mönch ist und sich dann der Charakter daran gewöhnt hat, dann macht er irgendwann mit dem normalen Faustkampf mehr Schaden als mit den Krallen. Und das ist halt so krass. Ich finde, das ist richtig geil gelöst. Weil es gibt halt dann einfach das Feeling, yo, der ist jetzt schon lange ein Mönch. Der ist lange ein Mönch. Und der hat viel dazugelernt. Und das fand ich halt ziemlich, ziemlich geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir. Das finde ich ziemlich geil. Auf jeden Fall haben wir hier diese komischen Vogelviecher, Vogelmenschen. Und die sind klasse. Die sind absolut klasse. Ich meine, schaut sich mal an. Okay, ich mache jetzt erstmal meine Mist-Techniks. Aber schaut euch das mal an. Sie machen mir nicht wirklich viel Schaden. Sie sind nicht wirklich groß gefährlich. Aber sie geben viele Erfahrungspunkte. Und das ist das, was so geil ist. So, Moment. Jetzt zum Beispiel kann gerade keiner ausgewechselt werden. Das ist das, was ich gemeint habe. Aber warte, jetzt schauen wir mal. Wie viele Erfahrungspunkte gibt er mir? 145. Für einen Gegner, der nicht wirklich sonderlich gefährlich ist. Das ist beachtlich. Das ist schon ziemlich beachtlich. Und je nachdem, welchen Level die Gegner auch haben, geben sie mir sogar ein bisschen mehr. Da hat er zum Beispiel seit nur 122 gegeben. Und das ist halt geil, dann werden meine Charaktere halt immer stärker. Und ich sehe einen Kriegshelm. Hat sich das dann gelohnt? Bin ich jetzt den ganzen Weg für einen Kriegshelm hierher? Und ich sehe es mir an und... Oh ja. Das hat sich gelohnt. Und wie sich das gelohnt hat. Aber mal so richtig. Und ist auch gleich, gleich das Optimum. Ich habe mir dann gedacht, ich gehe mal kurz bei allen so mit Optimum durch. Checkt es mal, ob alle auch wirklich das Beste ausgerüstet haben. Und sieh da, ja, haben sie. Bis auf Ball 4. Jetzt hat er das Beste ausgerüstet. Jedenfalls habe ich dann an der Karte gesehen. Oh, ich habe hier einen kleinen Teil gar nicht erkundet. Ist da vielleicht sogar mehr? Ich habe dann auch gemerkt, dass ich hier übrigens in der Sackgasse bin. Ihr habt ja gemerkt, oh, hier geht's ja weiter. Sehr geil. Und dieser Wyvern ist sehr interessant. Der ist sehr interessant. Da müsst ihr jetzt mal drauf achten. Moment. Es ist ein sehr, sehr interessanter Gegner. Und zwar
Hier, habt ihr das kurz gesehen? Dieser Wyvern hat mir 2 LP gegeben, nicht einen. Der hat mir 2 LP gegeben. Und das ist sehr interessant. Das heißt für mich, es gibt Gegner, die geben mir mehr als nur 1 LP. Und das ist überaus interessant. Weil gibt es dann vielleicht später auch Gegner, die mir dann einfach mehr LP geben? 2 LP, 3 LP, ich weiß es ja nicht. Und das finde ich überaus interessant. Weil ich mittlerweile weiß, wie unfassbar wertvoll LP sind. Und sie sind sehr, sehr wertvoll. Hier habe ich jetzt mal kurz gedacht, wo ich die Gegner da gesehen habe, dass das so geleuchtet hat. Und ich denke mir so, oh mein Gott, er leuchtet, ist der stärkste Gegner im Spiel. Ach du Scheiße, bei dem muss ich aufpassen. Bis ich dann gemerkt habe, oh, er zaubert nur Protoss auf sich. Ich muss bei dem Spiel vorsichtig sein. Wir haben schon des Öfteren gehabt, dass mir das Spiel einfach mal Gegner entgegenklatscht, gegen die ich gar keine Chance habe. Da muss ich vorsichtig sein. Haben wir schon öfter mal gehabt. Das haben wir schon öfter mal gehabt. Und hier habe ich jetzt gesehen, oh, die spawnen ja sogar wieder. Ich habe mir dann gedacht, komm schon, ich rotte eure komplette Sippschaft aus. Ich vernichte euch alle. Bis ich dann gemerkt habe, oh, die kommen einfach wieder. Ich kann eure ganze Sippschaft gar nicht ausrotten. Ist okay. Dann mache ich das halt nicht. Und irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, komm schon. Wir sind schon so lange hier. Wir gehen mal. Wir sollten mal vielleicht weitergehen. Ich weiß es ja nicht. Das wäre vielleicht praktisch, wenn wir mal weitergehen würden. Und deswegen tun wir das auch. Hallo, Pixie. Erstmal den hier so erschlagen. Ich war mir nicht so sicher. Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt die Gegner bekämpfen? Oder soll ich die Gegner nicht bekämpfen? Und ich habe dann einfach nur gebetet, dass hier keiner reinrennt. Aber! Danke, Ash. Sie kann es einfach. Es ist immer Ash! Warum rennt immer sie in die Fallen rein? Ich weiß es nicht. Die ist wie so ein Stier. Rot. Die Falle ist rot. Ich muss dahin. Fürchterlich. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ihr wisst es, ich muss hier richtig sein. Ich meine, es ist ein Chocobo. Ihr schlagt ja immer noch hier rum, Mann. Gebt das Schatzsuchen auf, Leute. Der Monstervogel im Tal der Toten, der verspeist euch zum Frühstück. Ich denke mir so, welcher Monstervogel? Wenn ihr euch wirklich in das Tal der Toten wagen wollt, würde ich an eurer Stelle mit den Urutan Jensa sprechen. Der Vogel soll unbesiegbar sein, doch jeder hat seinen wunden Punkt. Die Wüstenbewohner könnten etwas wissen. Jetzt aber mal langsam, kannst doch unsere Kundschaft nicht in den sicheren Tod schicken. Obwohl du natürlich recht hast. Wenn du überhaupt wissen, höchstens die Uru-Gedöns hier, wie man das Tal der Toten durchqueren kann. Doch mit den Jungs zu reden ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die verstehen unsere Sprache nämlich nicht. Na, wie dem auch sei, solange ihr noch aufrecht steht, solltet ihr lieber was bei mir kaufen, denn tote Kunden sind schlechte Kunden. Das ist wahr. Und jetzt können wir hier endlich mal wieder einkaufen. Wir haben ein bisschen Geld. Und wir können auch mal die ganzen Schätze hier mal verkaufen. Deswegen seht ihr, es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir immer wieder gegen Gegner kämpfen und die ganzen Items da bekommen. Die ganzen Schätze, die wir auch so mal finden. Das ist alles so wichtig. Und schon haben wir 12.000. Ich meine, die High Potion, 10 High Potions für 1111. Es ist definitiv was ich haben will. Und jetzt kann man halt hier so schauen, ich denke mir so, oh mein Gott, du hast halt richtig krasses Zeug. Oh, du hast halt richtig mächtiges Zeug. Und hier musste ich halt jetzt schauen, wie muss ich das denn jetzt machen? Muss ich jetzt irgendjemanden...
neue Lizenzen für Waffen geben. Oder wie sieht das jetzt aus? Das sehe ich jetzt gleich. Weil ich mir gedacht habe, ich habe jetzt Geld. Ich kann einkaufen. Dann sind wir mir ein bisschen durchgegangen. Und dann kommt mir hier die Heilroute. Und ich denke mir so, Effekt Regener. Und ich denke mir so, Alter, das muss ich haben. Ich kann zwar noch nicht ausrüsten, aber dann muss ich ihr halt die Lizenz kaufen. Das ist okay. Aber das muss ich haben, habe ich mir dann gedacht. Das ist richtig krass. Ist zweihändig, aber es hat halt den Effekt Regener. Und das ist schon ziemlich mächtig. Hier haben wir schon wieder das Problem. Kimo-Stab. Er ist ziemlich mächtig. Ich kann ihn aber nicht ausrüsten, weil mir dafür einfach die Lizenz fehlt. Aber immerhin den Streithammer. Den kann ich ausrüsten. Dafür habe ich die Lizenz. Gleich mal kaufen, gleich mal anlegen. Du seht es da schon wieder, wie viel stärker der ist. Alter. Immer schön gleich das stärkste Zeug herholen. Das habe ich dann aber auch mittlerweile gelernt. Ich habe mir dann so gedacht, Alter, ich gehe so auf TP und LP und keine Ahnung und schön alles hier stärkere Charakter. Aber nein. Diese Waffenlizenzen und Rüstungslizenzen, die sind schon wichtig. Gleichzeitig kann man sagen, gut, vielleicht kann man die ein oder andere Lizenz überspringen. Ja, auch um Geld zu sparen. Aber es ist schon gut, wenn man die ganzen Lizenzen hat. Das ist schon praktisch. Das ist schon wichtig. Die sind schon mächtig, diese Lizenzen. Die sind schon wirklich wahnsinnig mächtig. Und deswegen lege ich da persönlich jetzt mehr Wert drauf. Ich lege auch immer mehr Wert auf die Accessoire-Lizenzen. Da lege ich immer mehr Wert drauf. Und da habe ich das... Ich habe das gesehen und habe gedacht, Alter. Goku-Stab. Was? So ein Goku-Stab. Alter, ich brauche diese Lizenz. Ich brauche die Lizenz. Ich muss so einen Goku-Stab ausrüsten können. Wichtig. Das ist eine wichtige Lizenz. Benötige es. Dann habe ich mir gedacht, wo ich sie so sehe. Oh, Kraftbolzen. Das ist eine Lizenz, die ich will. Und hier. 310 LP dazu. TP dazu. Das ist krass, das will ich haben. Bei Ash will ich dann natürlich noch weiter schauen. Was mache ich bei ihr jetzt? Aber... ich brauche natürlich die Routenlizenz 2, damit ich diese Heilroute ausrüsten kann. Die Lizenz brauche ich. Und dann erstmal wieder schauen, was mache ich denn jetzt am besten? Wie baue ich weiter? Und da war ich mir selber immer noch nicht so ganz so sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war mir da selber immer noch nicht so ganz so sicher, wie ich da jetzt weitermachen soll. Deswegen habe ich das jetzt erstmal gut sein lassen. Und erstmal hier die besseren Sachen ausgerüstet. Ihr seht es hier schon wieder. Alter, Attacke schon wieder stark hoch. So. Optimum bringt jetzt natürlich bei Ash nichts, weil die Heilroute ist ja schwächer. Viel schwächer. Und jetzt habe ich mir da sowas gedacht. Ich habe jetzt hier ein Problem. Effekt Regener. Was heißt das jetzt? Heißt das, dass sie jetzt Regener kann? Und ich schaue so... Weißmagie. Aber sie kann keine Regener. Und dann kam die Befürchtung. Es steht hier dran, Effekt Regener. Aber ich lerne keine Regener. Dann kam die große Befürchtung. Was könnte das heißen? Könnte das eventuell heißen, dass wenn sie jemanden angreift, dass dieser Kerl dann Regener bekommt? Und das probiere ich hier jetzt aus. Ich lasse sie Wahn angreifen. Und ja. Ab jetzt hat Wahn Regener.
Und das ist eine Sache... Ja, schwierig. Das ist eine Sache, die gefällt mir nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die gefällt mir gar nicht. Denn das heißt für mich... Autsch. Jeder Charakter, den ich angreife, erhält Regena. Das ist geil. Der Gegner aber auch. Das heißt, wenn ich einen Gegner mit ihr angreife oder wenn sie einen Gegner angreift, dann verpasst sie dem Gegner Regena. Und das ist eine Sache, die will ich nicht haben. Das ist eine Sache, die will ich nicht haben. Das ist fürchterlich. Das ist absolut fürchterlich. Deswegen muss ich da immer ein bisschen aufpassen. Vielleicht Waffen hin und her switchen oder so. Und ich weiß es nicht. Und warum werde ich jetzt hier gefragt, ob ich speichern will? Warum? Warum hat man da nicht einfach einen Speicherkristall hingebaut? Ich verstehe es nicht. Kann mir das jemand erklären? Warum baut man da nicht einfach einen Speicherkristall hin? Warum werde ich jetzt einfach gefragt, ob ich speichern will? Es ergibt keinen Sinn. Die Namen Jensa Sandsee. Wir sind beim Grab angekommen. Wir sind endlich am Ziel, am Grab angekommen. Im Übrigen haben wir jetzt hier den unbesiegbaren Boss. Wo mir gesagt wurde. Der ist ja unbesiegbar. Ich mein... Ja. Also er ist durchaus unbesiegbar. Im Übrigen, nur damit ihr mal kurz kapiert, wie ist dieser Bosskampf abgelaufen? Ich habe Vaan hingestellt, habe ihm gesagt, er soll den Gegner angreifen und habe dann den Controller aus der Hand gelegt. Ich habe nichts mehr getan. Hier ist der Gerudo-Katz weg, deswegen habe ich mal kurz bewegt und schon den Controller wieder aus der Hand gelegt. Das war der Bosskampf. Ich habe den Controller aus der Hand gelegt und nichts getan. Ich meine, das ist die Definition von einem unbesiegbaren Boss. Dieses Remake, dieses Remaster von dieser Victory-Musik finde ich übrigens immer noch geil. Ah, ich mag diese Musik. Es ist so eine klassische Final Fantasy-Musik und die gehört halt einfach dazu. Ich liebe diese Musik und da war ich auch sehr deprimiert in Final Fantasy 13. Dass die Musik da nicht kommt. Ich liebe diese Musik. Ich weiß nicht, sie gehört für mich einfach dazu. Und ein alter Mechanismus wurde aktiviert. Ich weiß nicht warum, denn ich habe nichts getan. Ich habe keinen Schalter betätigt, ich habe nichts getan, ich bin nicht über irgendeine Plattform gelaufen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Schalter betätigt. Warum auch immer. Long ago, the gods granted their favor to King Wraithwall, who would oversee the subjugation of a vast territory spanning from Mordalia to Valendia. Here he forged the Galtean Alliance.
Though he is called the Dynast King, upon establishing the Alliance, he demonstrated compassion for his people and disdain for needless war. A philosophy passed on to his successors, one that would bring peace and prosperity for hundreds of years to follow. It was during this time of peace that the city-states of Arcadia and Rosaria, each members of Wraithwall's alliance, took root and flourished. Wraithwall left three relics signifying descent from the Dynast King. Of these, the Midlight Shard was given to what would become House Nebradia, and the Dusk Shard to my ancestors, the founders of Dalmasca. The last of these relics was the Dawn Shard. It remained hidden here, known only to those of royal blood. As though the Dynast King foresaw the very plight before us now. None save descendants of the King are suffered within. If we attempt to enter without proof of such lineage... There's no guarantee we'll make it out alive. Vicious beasts, fiendish traps, something like that? Mm-hmm. But you must consider the prize. The Dawn Shard lies within, and Wraithwall's treasure. And there was I, thinking this was going to be hard. Okay, und ich muss sagen, ich hatte hier einen Schnitt gemacht. Und danach dann eben kurz weitergespielt. Ich habe mir dann nur kurz einen Kaffee gemacht. Und meine Freunde, wir machen das jetzt anders. Es wird noch dauern, bis dann der Part kommt, wenn ich jetzt alles weitermache, weil ich muss ja alles nachsynchronisieren, neu rendern etc. pp. Deswegen mache ich hier jetzt einen Cut, meine Freunde. Ich rende euch das und lade euch das schon mal als einen Part hoch. Und den nächsten Part geht's dann weiter. Also gut, meine Freunde, das war dann Final Fantasy 12 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.